So, auch auf YouTube, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation. Beim letzten Mal sind wir hier der Fireman Group begegnet. Das ist eine sehr beliebte Band auf dieser Raumstation. Wir mussten sie allerdings verprügeln. Weil wir mögen deren Musik nicht. So, warte mal. Wie ging das hier nochmal? Ah, ja. So, einmal Medikit in den Arm hauen, dass wir wieder voll aufgeladen sind. Und dann geht das hier weiter. Guten Tag. Hier piept da auch wieder irgendwo ein Speicherterminal. Wie viele bräuchte von den Dingern? Hallo, Ivy. So was einfach, weil ich kann, speichere ich hier auch nochmal. Spart uns die 20 Meter, die wir gerade gelaufen sind. Was ist das denn für ein Geräusch? Die Schächte über mir finde ich wieder super mega knorke. Solomon's Habitation Tower, Engineering Platform, SkyMed Tower, Lorenz's Deck Spire. Ah ja, okay, das ist ein Plan von der U-Bahn. Hallo Ivy, muss ich dich schocken? Oder bist du Freund? Folgen Sie Samuel, Sir. Was weiß ich denn, wo der lang ist? Warte mal. Finden Sie Samuels und Sixen Synthetics. Hier kann ich aber ohne Strophen. Aber das ist ungefähr die Richtung, in die ich muss. Mich ärgert jetzt gerade so ein bisschen, dass ich dem Typ da eine Schockladung verpasst habe und es überhaupt nicht gebracht hat. So. Zur Androideneinweisung. Warte mal. Muss ich erstmal gucken, wo ich. Wie denn, was denn und warum? Den Fahrstuhl, vielleicht hilft das ja. Aufzug nach unten zur Androideneinweisung. Störung. Super. Was sagen Sie? Nichts. Stromausfall. Noch mehr auf dieser Station kaputt geht. Das Übliche. Und ganz rein zufällig, als wir den Raum betreten würden, geht's kaputt, ne? Mal so am Rande. Kommen wir hier irgendwo runter, oder? Also da springe ich nicht runter. Das ist tot. Stromausfall. Hier irgendwo klettern? Nope. Hier gibt es ein paar lustige Knöpfe. Mit lustigen Beschriftungen, aber dann hilft das auch nicht weiter. Hochklettern, die gleich nicht runter.
denn da? Was wetten wir, dass jetzt gleich irgendein Schocker von hinten kommt? Ja. Ah, Mist. Okay, ich muss auf diese Ventilatoren achten. Mädel, was machst du denn? Und alles nur, weil du deine Mama suchst. Hier piepst irgendwo ein Speicherterminal, sehr verführerisch. Was haben wir hier? Pumpgun-Munition? Das Speicherterminal. Die Pumpgun-Munition gleich brauchen. Gefahr ist. Was? Wo denn? Wie denn? Was denn? Habe ich das Gefühl, dass das so eine Bombe ist. Okay, das ist ein Sensor. Das sah jetzt ganz merkwürdig aus. Grafikbugs machen das Spiel noch interessanter. So, Hebel benutzen. Wunderprächtig. Sesam, öffne dich. Ich will hier nicht sein. Okay. Flammenwerfer Brennöl. Hier neu verkabeln können. Wahrscheinlich können wir die Kamera abschalten. Ja. Schlaft mal schön weiter hier. Wie ist mal gucken, wo der Schacht mich hinführt? Ah! Oh! Alter! Du hast doch schon bessere Tage gesehen, Kumpel. Komm jetzt bloß nicht hinterher. Alter! Eine Woche nicht gespielt und schon ist es wieder wie das erste Mal. Du dämliche Kamera, du glaubst wohl, ich ziehe mit dir. Wo sind wir mit der Kneifzange an, wa? Ich weiß ja genau, dass du mich durch diese Gitter hier sehen kannst. Kamera sieht aus.
schön weiter, Hiwis. Oh nein, nicht noch so ein Raum. Komm schon, komm. Noch ein kleines Stück, Okay, hier gibt es keine Neuverkabelung, hier muss ich... Hier kann ich beim Schacht ausmachen. Gucken wir mal. Sitzt jetzt hier wieder ein freundlicher Herr? Nein? Gut. So, das rote Licht. Das habe ich aber nicht bestellt. Ist da vorne irgendwo weiter? Ich glaube nicht. Zurück. Wir kommen hier nur wieder zurück. Das ist geil. Okay. Die Kamera sieht mich hier unten offensichtlich doch nicht. Das finde ich ganz gut. Das erklärt aber leider immer noch nicht, wie ich das Ding auskriege. Ja, da vorne ist eine Neuverkabelung, die brauche ich aber wahrscheinlich gleich gar nicht mehr. Ja, Sicherheitszugangsgenerator. Nietzsche. Aus. Geht die mir schon mal nicht mehr auf die Nerven. So, und jetzt schön leise. Welcher denn jetzt? Der da. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Samuels? Ripley, gut, dass ich es in einem Stück geschafft habe. Apollos Sicherheitsperimeter wurde so eingerichtet, dass nur Sixen-Synthesen auf ihn zugreifen können. Hören Sie mir zu. Ich werde etwas Drastisches unternehmen müssen, wenn wir Apollo wieder verbinden wollen. Ja? Führst du deine Gedanken noch weiter aus, oder... Strom wiederherstellen. Bei dem Funkenschlag bin ich mir nicht sicher, ob ich den Strom wirklich wiederherstellen will. Schönen guten Tag. Kann man hier mit was machen? Das leuchtet so herrlich. Ich laufe erstmal außen rum, bevor ich durch die Tür da gehe. Vielleicht doch nicht, ich weiß es nicht. Ist hier hinter nur ein kleiner Raum? Strom wiederherstellen. Okay. Kommen da sowieso nicht rein. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich werde die Neuformatierungskammer benutzen. Das ist der einzige Weg. Ich musste Strom aus dem Bereich umleiten, damit ich das versuchen kann. Das klingt beinahe wie eine Verabschiedung von dir. Jetzt wüsstest du, dass das dein Leben beenden wird, auf welche Weise auch immer. Ich weiß es nicht, aber es hört sich fast so an. Mach keinen Scheiß, Samuels. Von den paar Leuten, die hier auf der Station sind, bist du einer der wenigen Vernünftigen.
Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Hast du nicht gesagt? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Ja, sag mir wie. Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Genial. Ich greife auf die Season-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Menschliches Personal. Evakuieren. Dies ist keine Übung. 25% Systemkapazität. 50% Systemkapazität. Ich hab's. Blau getrennt. Was jetzt? Moment. Ich dachte, es ging jetzt um das kleine rote Kabel, was da aus der Wand hing, aber das war falsch. Okay. Gut. Samuels, das ist zu gefährlich. Ja, viel zu gefährlich. Wünschen Sie mir Glück. Samuels, nein! Also das hier ist grün, da hinten ist blau. Hier ist rot. Das war jetzt eben auch geil. Lösen Sie das Rote zuerst. Okay, ich habe Blau getrennt. Was jetzt? Warnung. Apollo-Verbindung eingeleitet. Apollo-Infizierung wurde beseitigt. Die Kreatur ist nicht mehr an Bord. Die Station ist sicher. Erbitte Aufhebung aller Gefahreneindämmungsmaßnahmen. Warnung. Unbefugte Verbindung. Ripley, Apollo weist mich zurück. Das könnte zum Problem werden. Samuels? Apollo versucht mich vom Verbinden abzuhalten. Oh nein! Amanda! Sie müssen das System manuell abschalten! Bitte! Scheiße! Samuels, ich werde es versuchen! Halt! Sie müssen es in der richtigen Reihenfolge tun, oder es entsteht eine Kaskade, die tödlich für mich ist. Ich greife auf die Season-Schaltpläne zu. Lösen Sie das rote Kabel zuerst. Okay, zuerst rot. Menschliches Personal. Evakuieren. Rot erledigt. Als nächstes brauchen wir ein blaues Kabel. Können Sie es sehen? Yes. Also grün. Gefunden! Nur noch zwei, Ripley. Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Ja. System deaktiviert. Das sieht nicht gesund aus. Samuels, Sie sterben.
Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Dafür bin ich Ihnen dankbar. Samia? Der Apollo-Transit ist offen. Sobald Sie im Kern sind, wird er mit Ihnen sprechen. Was haben Sie für mich getan? Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Ruhe in Frieden, Samuels. So, warte mal. Wo müssen wir hin? Das weiß keiner. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Ich bin hier, tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt! Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abriegelung aufzuheben. Natürlich muss ich zurück. Wohin auch sonst? So, und um was wetten wir, dass der Rückweg nicht einfach wird, sondern eher steinig und schwer? Voll mit Kassetten. Ja, die kommen garantiert wieder in Mode. Kann ich euch jetzt schon sagen. Also irgendwann werden CDs und Blu-Rays total out sein. Oder auch Downloads. Wird kein Mensch mehr brauchen. Dann wird alles wieder auf Tonbändern gespeichert. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? My God, Ripley. You're doing good, Tim. He said, come out and play. How did I know I could trust you? Fun and games. She's getting worse. She's dying. Holy, let me be.